Herzlich willkommen zur nächsten Mario und Luigi Dream Team Bros. Episode. Ich bin so Evo für Weeplay Games for You. Wir hatten zuletzt den Boss besiegt. Und gerade passiert hier irgendwie was Cooles im nächsten Fenster. Müssen wir dagegen springen, okay. Wird gemacht. Das ist dieses komische Licht, das wir das letzte Mal schon gesehen haben, denke ich. Oh, was ist das? Süße Freiheit, endlich bin ich wieder frei. Ich versteh's nicht. Aber okay. Seid ihr die guten Seelen, die mich aus der Gefangenschaft befreit haben? Jaho, ich stehe tief in eurer Schuld. Vielen, vielen Dank, dass ihr mich befreit habt. Ihr wollt erfahren, wer ich bin? Ich verstehe, dann wisst ihr also nicht, wen ihr hier vor euch habt. Ja. Was seid ihr eigentlich für ahnungslose Bauer? Also ich bin Prinz Traumbert, der Herr des Kissenkönigreichs. Okay. Was, eure Prinzessin ist entführt worden und sie befindet sich jetzt in der Traumwelt? Anscheinend ist während meiner Abwesenheit in der Wachwelt irgendein Unheil geschehen. Wir sollten dorthin zurückkehren. Es gibt nichts, was wir von hier aus machen könnten. Nun denn, sind wir bereit? Oh, dann bringt er uns jetzt scheinbar zurück, der Gute. Okay. Da kommen wir wieder raus, aus der Traumwelt. Oje, Meister Mario, wo ist nur Prinzessin Peach? Wohin ist sie verschwunden? Wohin? Mario, wie war's? Hast du Peach gefunden? Wo wackelt das Kissen irgendwie? Das Kissen bewegt sich. Den kennen wir ja schon. Oje, Mine, was bedeutet das? Mario, ist das dein Name, Mario? Und das hier ist Luigi und ihr seid Brüder? Was hat das alles zu bedeuten? Ich bin der Prinz des Kissenkönigreichs, Prinz Traumbert. Der Prinz? Oh ja, ich hab's gewusst. Ich hatte gedacht, dieses Kleinod hätte früher dem Prinzen des Kissenkönigreichs gehört. Aber wer hätte gedacht, dass das Kissen der Prinz selbst ist? Ich ganz bestimmt nicht. Aber wieso wart ihr bis jetzt versteinert? Alles lag im Dunkeln. Die Essenz meiner Seele war in einem Stück Albtraum gefangen. Dieser Teil eines Albtraums hielt mich umfangen. Mein Geist war in einer Zwischenwelt gefangen, eingefroren, so wurde dann mein Körper irgendwann zu Stein. Ich konnte mich nicht mehr bewegen, nicht mehr sprechen, mein Geist war losgelöst vom Körper. Aber dann erschienen diese Helden in der Traumwelt, sie zerstörten mein Gefängnis und nun wandle ich wieder in der materiellen Welt, mein Geist frei und erleuchtet. Unglaublich, da fehlen mir die Worte. Dann sind die Legenden über das Ende der Kisse, also alle falsch. Und die Kissenfelsen, es gibt auf dieser Insel zahlreiche Felsen, die die Form von Kissen haben. Sind sie am Ende? Das ist durchaus möglich, ich darf nicht säumen. Die anderen Kissen dürfen meiner Hilfe... Ach du Scheiße, Meister Mario. Wo ist die Prinzessin? So redet doch, was ist passiert? Was? Peach ist also in der Traumwelt entführt worden? Das ist doch vollkommen unglaublich. Ich frage mich ja, ob der Schurke, der Prinzessin Peach entführt hat, vielleicht etwas mit Prinz Traumbert zu tun haben könnte. Ich weiß es auch nicht. Ich denke, wir können jetzt nichts anderes tun, als diesem Traumbert zu folgen. Vielleicht hat er ja eine Idee, wo Prinzessin Peach sein könnte. Meister Mario, Meister Luigi, bitte rettet die Prinzessin, das werde ich auch tun. Ja. Okay. Dann müssen wir wohl diesen Traumbett weiter verfolgen. Oder so. Gucken wir mal, wo es uns hinführt. Gibt's hier irgendwie was Cooles? Was bist du denn für einer?
Was ist wohl mit dem Block und was macht er da? Ich bleibe mal lieber hier und behalte das Ding im Auge. Okay. Hier ist nur eine andere Treppe. Da haben wir nichts mit zu schaffen. Hier rein. Wo bist du denn? Einmal Gewicht, zweimal Gewicht, schon hat sich der Dreck verzicht. Stark oder nicht, ein Staubkorn auf dem ganzen Boden. Das exakte Gewicht, man könnte ihn ein Kunstwerk nennen. Okay. Und du bist das, Dude? So, gucken wir mal. Was gibt's hier so? Also, was eine steile Treppe. Oh, wer bist du? Das ist so ein Block, mit dem will ich nichts zu tun haben. Oder ist er gegen den Tod gerannt? Out. Ganz langsam ist schließlich gefährlich, mit so einem Tempo durch die Gegend zu rasen. Verzeihung. Doch die Zeit drängt, daher auch meine Eile. Hey! Oh, wir sind wieder in der Vorhalle des Schlosses. Wieso ist der Traumbert eigentlich so in Eile? Nun, wer weiß. Bevor wir Traumbert nach draußen folgen, sollten wir vielleicht noch ein wenig in Ausrüstung investieren. Werft einen Blick auf die Karte, um den Laden zu finden. Ja, können wir von mir aus machen, habe ich keine Schwierigkeiten mit. Gehen wir mal einkaufen. Kommen wir ja dann wahrscheinlich ein bisschen schneller voran. Willkommen kaufen. Gibt alte Stiefel und eine Latzhose. Ne, die haben wir ausgerüstet, okay. Unten auf dem unteren Bildschirm, da gibt es Picknickstiefel. Die erhöhen sich dann um 44 scheinbar. Rüsten wir ruhig aus. Guck mal, wegen der Latzhose. Picknickhose und eine Mäßighose gibt es. Da gibt es Verteidigung, geht von um 18 nach oben scheinbar. Kaufen wir auch. Rüsten wir aus. Ein gutes. Guck mal wegen Luigi. Wir haben jetzt gar nicht mehr so viel Geld. Wir machen trotzdem die Stiefel. Setzen unser restliches Geld dafür ein. Jetzt können wir aber unsere alten Sachen verkaufen, denke ich mal. Ja, das machen wir auch. Verkaufen. Kaufen. Verkaufen. Und dann reicht es auch erstmal. Beehrt uns bitte bald wieder. Und ich würde sagen, bevor wir jetzt dem Traumbert weiter hinterher folgen, speichern wir an der Stelle doch mal. Sind zwar diesmal nicht ganz 10 Minuten, aber egal. Dann beenden wir die Episode fürs Erste an der Stelle. Ich bedanke mich immer fürs Zusehen. Und ja, über Comments, Feedback und so weiter würde ich mich sehr freuen. Und ja, sag dann mal ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.